Hallo an alle, heute bin ich mal wieder hier und ratet mal mit was, natürlich wie so oft mit einem kleinen Haar. Ich habe das Gefühl, ich drehe so viele Haars. Ich glaube, ich gebe echt zu viel Geld aus für Schminke und Kosmetik und Co. und bliblablub und sowieso. Aber na gut, ihr könnt nur davon profitieren in dem Sinne, dass es immer wieder schöne neue Haarvideos gibt. Naja, ob sie schön sind, das entscheidet ja ihr. Aber ich hoffe doch, dass sie euch gefallen. Katze rast mal wieder im Hintergrund rum. Hat ein großes Tobebedürfnis. Tut mir gerade leid. Ja, und jetzt wollen wir auch gleich mal einsteigen. Es ist schon wieder, ich komme nur ins Labern hier. Das ist der Wahnsinn. Es tut mir leid. Ich will ja die Videos für euch ein bisschen kürzer gestalten. Und das will ich heute mal probieren. Und zwar heute Klein Haul. Und zwar auch sehr von Mama gesponsert. Wie das zusammenhängt, dazu kommen wir gleich. Und ich würde erstmal anfangen mit den Kosmetiksachen und dann zu den anderen Sachen kommen. Bevor ich aber mit den Gegenständen an sich anfange, wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass bei mir in der Stadt gerade wieder so eine Aktion ist. Die war schon vor ein paar Monaten schon mal. Und zwar werden in DM für alle, die da was kaufen, diese DM-Vorteils-Scheckhefte verteilt, wo 4 Coupons drin sind. Einmal ein 5% Rabatt-Coupon, ein 1 € Spar-Coupon, also da wird euch direkt 1 € abgezogen. Dann also ein Gutscheincode für so eine Brausetablettenröhre und ein 5-fach Payback-Punkte. Gutschein, ja. Und die gibt es jetzt seit einer Woche wieder mal bei uns. Die gab es schon vor ein paar Monaten. Und ich weiß nicht, ob das nur bei uns in der Stadt so ist. Es steht auf jeden Fall auch hier immer der Stadtname drauf. Ich habe ihn jetzt mal für euch geschwärzt. No? ja, aber es würde mich mal interessieren, ob das nur bei uns so ist oder ob das überall so ist. Keine Ahnung. Ja, schreibt mir das mal bitte. Oder, ja. So, dann zu den Sachen. Also, ich war heute im DM und auch im Rossmann, aber im Rossmann nur ganz kurz. Und ich habe gekauft, womit fangen wir denn an? Erstmal mit Reinigungstüchern. Ich benutze ja sonst immer die von Alverde, die auch für trockene und sensible Haut sind. Aber da habe ich ja letztens schon mal gesagt, dass ich nicht ganz so zufrieden bin, weil die auch so ein klebriges Gefühl hinterlassen und irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal die von Nivea mitgenommen. Da stand zwar im Internet, dass die auch so einen Ölfilm hinterlassen, was glaube ich bei allen für trockene und sensible Haut einfach mal so ist. Keine Ahnung, ich werde es mal ausprobieren. War ein bisschen teurer, ich glaube 2,50 oder 2,95. Keine Ahnung. Sie randaliert hier. Das ist der Wahnsinn. Sie ist eine, ja, sie hat gerade ihre wilden 5 Minuten. Sie muss sich austoben. Sie freut sich, dass ich wieder da bin. Ich nehme mich gerade auch dazu. Ich bin nämlich auch gerade erst zur Tür rein. Naja, egal. So, die habe ich gekauft. Werde ich euch berichten, wie ich die finde. Ja, auch zum Nagellack, tut mir leid. Da ist dann auch noch Lackierstunde, aber das Problem ist, dass es jetzt schon nach 20 Uhr ist und die Sonne ist gleich weg. Und das heißt, wenn ich jetzt erst noch Nägel lackieren würde, dann könnte ich das Video nicht mehr drehen, weil ihr einfach nichts mehr sehen würdet. Und ich drehe sowas gerne im Tageslicht, einfach weil mit einer Lampe das immer so gelbstichig ist und die Farben so gefärbt sind. Obwohl es jetzt gerade ein Haul ist und die Farben eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und egal, ich mache das jetzt. Ich ziehe das jetzt einfach durch. So. Dann noch eine Handcreme. Ich habe mir letztens, wer das letzte Haul-Video schon gesehen hat, eine von Alverde gekauft gehabt für sensible Haut. Mit der bin ich nicht so zufrieden, da habe ich nicht so ein gutes Gefühl. Keine Ahnung, deswegen habe ich mir jetzt mal die von Alverde zum Vergleich mitgenommen. Ist ja auch eine Naturkosmetikmarke. Hat aber auch nur 2,95 gekostet. Und die habe ich jetzt schon mal ausgetestet und der erste Eindruck ist gut. Hinterlässt, also fühlt sich sehr gepflegt an, aber nicht klebrig und zieht relativ schnell ein und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Dann habe ich mir noch gekauft, und zwar, ja, die Haarprodukte. Ich habe festgestellt, dass ich habe jetzt für mich eine relativ gute Haarroutine gefunden. Also ich benutze ja immer Shampoo, dann Kur und dann Spülung. Ich wasche meine Haare aber jetzt auch nicht jeden Tag, das wäre das glaube ich auch so stressig. Und das Ding ist, dass ich benutze gerne das Ghoul mit Mandelöl und auch Glisskur benutze ich gerne. Derzeit immer gerne das Schwarze als Kur und ich habe aber festgestellt, dass das alles Silikone hat. Habe mich da jetzt mal ein bisschen zu belesen und versuche da jetzt ein paar Alternativen zu finden, die halt ohne Silikone auskommen. Ja, und deswegen einmal von Alverde, eine kleine Probe von der Pflegespülung für trockenes und strapaziertes Haar. Meine Spülung ist alle gegangen, deswegen, das ist jetzt der Grund, warum ich die kaufe. Sind sogar 3 Spülungen alle gegangen, irgendwie zeitgleich, ist der Wahnsinn. Ja, seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Ja, die Spülung, dann noch eine von Alterra, wollte ich auch mal testen, einfach so im Vergleich, weil ich bin mal gespannt, also es kann zwar sein, dass die ohne Silikone sind, aber meine Haare, ich weiß nicht, von der Pflegeleistung, ich werde es euch berichten. Und dann habe ich mir gleich noch von Balea ein Shampoo-Pröbchen mitgenommen, dass ich auch mal eine komplette Routine ohne Silikone machen kann und euch, ja, und dann mal sehen kann, wie das so ist. Ja, außer Kur. Kur habe ich jetzt nicht mitgenommen. Naja, aber da habe ich auch gerade erst frisch eine gekauft. Da wollte ich noch eine neue mitnehmen.
Okay, das werde ich austesten, euch auch davon berichten. Dann ist mir auch in die Hände gefallen, das Balea Wasser Aqua Spray. Und das liegt daran, dass ich jetzt ganz oft gesehen habe, dass ganz viele YouTuber ihr Make-up, also ihre Foundation und dann die Base oder, ach Quatsch, die Foundation und dann Puder oder nur Puder oder je nachdem, was sie benutzen, am Ende nochmal mit Thermalwasser fixieren von Avène. Ihr wisst ja, ich benutze sehr gerne Avène. Ich habe davon die Cold Cream und auch die Tagescreme und auch die Handcreme und so weiter. Und viele benutzen halt dann das richtige Thermalwasserspray und das Thermalwasser hat die Eigenschaft, dass es nach Rötungen lindert. Also da sind irgendwie, es ist genau der richtige Mineralienanteil, der dafür sorgt, dass es Rötungen mildert und ist halt auch für empfindliche und allergische Haut geeignet. Naja, auf jeden Fall hat halt Balea auch jetzt so ein Wasserspray oder auch, glaube ich, auch schon länger mit Meeresmineralien. Und weil ich halt jetzt das von Avène, ich dachte, es wäre teurer, deswegen habe ich mir erstmal das mitgenommen. Das hat nur 1,25 gekostet hier. Hab dann aber vorhin, also wir haben so eine Internetapotheke, Aaron24 nennt sich die. Also ich kenne die und die ist bei uns hier relativ in der Nähe. Und da gibt es die Avène-Produkte ziemlich günstig. Und da ist mir aufgefallen, also hier sind 75 Milliliter drin und das 50 Milliliter Avène-Spray kostet da auch nur 1,48. Also es ist ein bisschen weniger drin und 20 Cent teurer. Aber ich habe gedacht, das kostet halt gleich mal 6 Euro oder so oder 7 Euro. Und aber also 6 Euro kostet das ganz große, das 300 Milliliter, also die sechsfache Menge kostet dann 6 Euro. Ja, und deswegen habe ich mir das dann heute spontan auch gleich noch in der Internetapotheke bestellt, werde das dann jetzt in den nächsten Tagen gleich abholen, damit ich keine Versandkosten habe. Weil mir aufgefallen ist, ich habe das gerade keine 10 Stunden und mag das aber jetzt schon nicht fürs Gesicht, einfach weil das total künstlich riecht. Also es hat so einen komischen Geruch, als wäre da noch irgendwas dabei, irgendein Treibgas, was das jetzt aus der Dose zum Sprühen damit dran ist, das habe ich das Gefühl, dass es einen Geruch hat und das will ich mir nicht unbedingt. Das riecht richtig künstlich und vielleicht sind es aber auch die Meeresmineralien. Huch, sorry. Ja, keine Ahnung. Nee, riecht komisch, nach Plaste, irgendwie so. Und deswegen, es ist sehr erfrischend, ist sehr toll für den Sommer. Ich werde es jetzt auch für den Körper benutzen. Ich werde es jetzt deswegen nicht wegschmeißen, aber fürs Gesicht habe ich mir jetzt halt mal das von Avène besorgt. Gerade eben, weil es auch nur 1,50 kostet. Ja. Und ich werde euch da mal berichten, ob das wirklich das Make-up settet. Wie das jetzt genau zusammenhängt, warum man das macht, das werde ich mir jetzt nochmal, was der gewünschte Effekt ist. Ich glaube, man sieht etwas frischer und strahlender aus oder keine Ahnung, es verbindet sich besser von Puder und Foundation. Keine Ahnung, ich werde euch berichten, wie ich das finde. Und dann habe ich mir noch zwei neue Sachen in Sachen Concealer gekauft. Einen neuen Concealer-Pinsel. Und zwar den jetzt schon im neuen Design. Ich habe ja schon den hier, auch aus der Professional-Reihe von Ebeline. Aber die wurden ja dann umgestaltet, jetzt mit schwarzem Griff und dann halt diese Duo-Farben, Duo-Faser oder Duo-Farben, keine Ahnung, ich glaube, es sind einfach nur weiß und vorne schwarz eingefärbt, umgestaltet und habe mir jetzt noch einen zweiten mitgenommen, erstens wegen der Reinigung, weil jeden Tag reinigen ist halt auch so nervig, braucht man das nur alle zwei Tage machen oder so. Man soll ja generell so flüssige Sachen jeden Tag, also gerade Foundation-Pinsel oder so, jeden Tag, was sich da gut Bakterien festsetzen und alles, was Puder ist, einmal die Woche. Ich halte mich auch nicht immer dran, aber eigentlich schon. Ich wollte mich jetzt mal ein bisschen besser dran halten. Und ich wollte schon länger einen neuen, auch weil ich mir immer dachte, okay, du hast dann einen für Concealer auch und man kann die, glaube ich, auch gut als große Lidschattenpinsel benutzen. Und ja, bin ich mal gespannt. Er ist ziemlich weich, ziemlich schön. Ich werde ihn jetzt das erste Mal waschen. Ja, und den habe ich mir mitgenommen, weil ich mir auch einen neuen Concealer mitgenommen habe, beziehungsweise möchte ich das gerne als Concealer Base benutzen. Und zwar ist das der gelbe Mineral Concealer von Alverde. Ja, und das ist ein Puder. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich nehme mir immer was Rosanes zum Ausgleichen von meinen bläulichen Augenringen. Und habe jetzt aber gelesen, dass er eigentlich gelb, beziehungsweise orange, eher die Komplementärfarbe von Blau ist. Und deswegen, weil ich vielleicht lieber gelb nehmen sollte. Und ich würde das dann jetzt als Base benutzen zum Ausgleichen, wie ich das auftrage. Also jetzt entweder so pur mit Pinsel oder Finger. Oder vielleicht in einer Mischung mit meinem bisherigen, was ich da benutzt habe, dieser Bright Up Your Eyes Stift. Oder ob ich das irgendwie mit leicht anfeuchte. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das auftrage. Es steht auch nirgendwo ein Auftragehinweis. Und ja, da bin ich schon mal gespannt. Ich weiß eigentlich keine dekorative Kosmetik der Zeit, aber Concealer ist, also ich finde Concealer ist so ein Mischding, oder? Ich wollte es ja gerne ausprobieren, weil ich in letzter Zeit ein bisschen unzufrieden bin mit meinem Concealer-Ergebnis. Das könnte irgendwie deckender sein. Irgendwie reicht es immer nie. Das nervt mich. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Im Internet sind nicht so viele davon begeistert, habe ich jetzt so nach dem Kauf gelesen, aber ich hoffe, dass ich da eine richtige Auftrage-Variante finde für mich. So,
Dann, es wird schon dunkel, ne? Aber es ziehen sich auch ganz viele Wolken vor. Vielleicht regnet es nochmal. Dann, jetzt, von Mama gesponsert, ein Schuhhaul. Und zwar in dem Sinne, dass meine Mama letztens zu Besuch war und dann meinte, Kind, deine ganzen Schuhe sind kaputt. Also wirklich schon auch Schuhe, die ich, also teilweise habe ich die nur ein Jahr gehabt. Dann hatte ich aber auch Schuhe, die habe ich, glaube ich, 3 Jahre jetzt gehabt, Ballerinas. Und letztens sind meine Flipflops zeitgleich gerissen. Ich war in der Stadt unterwegs, ich war einkaufen und mir reißen die Stege, die Mittelstege von meinen Flipflops. Erst der eine und 2 Minuten später der andere, sodass ich dann barfuß Bus fahren musste. Es war so, naja. Auf jeden Fall doof, es waren auch Ricoh-Schuhe. Ich dachte eigentlich, die wären qualitativ ein bisschen hochwertiger. Naja. Und deswegen meinte meine Mama, ja, bestell dir mal und hier, ich bezahle auch und so. Und also ich habe eigentlich Schuhe gekauft, aber ich habe damit nur Schuhe ausgetauscht. Also ich habe nur dieselbe Art von Schuhen nochmal gekauft. Und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also ich habe jetzt nicht mehr ein paar Schuhe, weil die anderen schmeiße ich jetzt dafür weg. An Flipflops habe ich die hier von Esprit genommen mit der Blüte. Fand ich ganz niedlich. Ich mag generell so Flipflops, also ein paar Flipflops in so braunen Weißtönen haben, weil ich finde, die passen so fast zu allem. Da kann man einfach mal reinschlüpfen, gerade wenn es so heiß ist. Ja, die habe ich genommen. Da freue ich mich. Die habe ich alle bei Otto bestellt. Meine Mama ist Otto-Sammelbestellerin und deswegen hat sie gesagt, ich muss das bei Otto mir raussuchen. Weil sie dann auch ein bisschen Umsatz hat und ja, ja, da war jetzt die Auswahl nicht so groß, aber ich habe trotzdem schöne Sachen gefunden. Also die Auswahl ist schon groß bei Otto, aber wenn man halt manchmal echt nichts findet und dann da aber darauf beschränkt ist, da was finden zu müssen, dann ist es halt doof. Dann habe ich diese Schuhe hier, diese Ballerinas, als Ersatz für meine schwarzen Ballerinas. Ich weiß, von Lacoste, ich bin eigentlich nicht so das Markenkind. Das Problem war bloß einfach, ich wollte ein paar sportliche Ballerinas, die flach sind. Viele haben so einen leichten Absatz, wie bei denen, die ich euch als nächstes zeige. Also es sind insgesamt 3 Paar Schuhe. Und die haben also einen ganz leichten Absatz. Und ich wollte aber wirklich ganz flache und so ein bisschen sportliche, die halt wirklich auch zu vielen passen, wo man echt einfach nur reinschlüpfen muss. Und da hatte ich einfach bei Otto nicht so was, was mir gefallen hat. Beziehungsweise nur so von City Walk oder so, und ich hatte halt die vorher hatte ich schon rote Ballerinas von City Walk und die haben wirklich nur ein halbes, also die haben wirklich super kurz nur gehalten und das hat mich echt geärgert, weil ich echt Freude an sich an den Schuhen hatte, weil ich die schön fand und dann waren sie so schnell kaputt und deswegen, ja, es ist jetzt, also die haben 54 Euro, glaube ich, gekostet. Es geht noch, es ist nicht die Welt für Schuhe, aber, also es gibt teurere Schuhe, aber für Ballerinas ist es eigentlich, naja. Ja, Mama hat's bezahlt. Ich weiß, das ist eigentlich doof. Ich bin. Jetzt stehe ich so da wie so ein übelst verwöhntes Mutterkindchen, Muttertöchterchen. Aber naja, wenn sie dafür länger halten, dann ist das Geld ja auch gut. Es ist doch egal, ob ich mir. Also, wenn ich mir halt 3 Paar Schuhe, die ein halbes Jahr halten, kaufen muss, oder 1 Paar Schuhe, was 1,5 Jahre hält und dafür halt den doppelten Preis kostet, das ist ja im Endeffekt egal. So, und jetzt kommen wir zu diesen Schmuckstückchen hier, diese roten Ballerinas. Und das wollte ich euch zeigen. Also, die haben immer so einen leichten Absatz. Ja, die habe ich heute schon angehabt, deswegen sind die gerade dreckig. Es ist eigentlich voll doof, dreckige Schuhe reinzuhalten. Aber ich konnte nicht widerstehen, Ich wollte sie unbedingt anziehen. Ja, und deswegen seht ihr sie jetzt erst gebraucht. Ja, von Blink. Ich kann die Marke gar nicht, ich weiß auch gerade gar nicht, was sie gekostet haben. Ich glaube, bei denen habe ich versucht, doch eher günstigere zu finden, gerade weil halt die anderen von Lacoste waren und ich das ein bisschen ausgleichen wollte, weil ich sie auch nicht zu sehr ausnutzen wollte. Ja, und die habe ich heute schon getragen. Die sind so ein bisschen Velour-Leder-Optik und ich finde sie echt schön. Ich freue mich voll. Ja, so, und das war's zu den Schuhen. Und dann noch 2 andere Dinge. Und zwar war ich nämlich heute auch bei Bertelsmann. Und habe noch einen Gutschein gehabt für ein Buch und habe mir dann aber noch eins selber mitgenommen. Und zwar 2 Sachen. Erstmal von Nicolas Barrot, ich denke mal, so wird er ausgesprochen. Das Lächeln der Frauen, zwar stand im Bestsellerregal, ich habe davon vorher noch nichts gehört. Ich stand vor dem Regal und dachte mir, oh, das könntest du mitnehmen und es klang ganz interessant, hat mich angesprochen, gleich das Cover. Und die Story ist, glaube ich, es geht um Aurélie, die hat ein Café und oder ein Restaurant und sie liest einen Roman und sie ist frisch verlassen und sie liest einen Roman und in dem Roman kann sie sich so gut mit der Titelfigur identifizieren. Das klingt, also sie fühlt sich so an, als wäre der Roman über sie geschrieben und dann macht sie sich auf der Suche nach dem Autor und es ist eine schwierige Suche. Ja, und ich habe noch gar nicht reingelesen, ich habe euch wirklich nur gerade das hier hinten zusammengefasst. Klingt ganz interessant, ich freue mich schon. Und wenn ja die Prüfungen endlich vorbei sind, freue ich mich auch. Ja, das habe ich ja noch gar nicht verraten. Ich habe nämlich dann auch eine kleine Reise vor, wo ich euch auch gerne mal mitnehmen möchte, also per Video. Aber dazu kurz später nochmal, auf jeden Fall möchte ich das dann vielleicht beim Flug lesen. Ja, und dann habe ich mit einer Freundin letztens Macaron gemacht. Wer das nicht kennt, das sind diese kleinen französischen Küchlein-Kekse. Das sind wie 2 Kekshälften, also
Biskuit-Kekschens. Also aber sehr weich. Mit einer Ganache. Also Ganache ist ja eigentlich so ein Sahne-Schokoladengemisch. Aber also mit einer Creme dazwischen. Und ja, die sind ziemlich teuer, wenn man die kauft. Also da kann man echt in Paris und Brüssel, so im Feinkostgeschäft, kann man da echt so für 5 Stück 12 Euro oder so bezahlen. Und ja, wir haben die selber gemacht, die sind auch sehr gelungen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu, wenn euch das interessiert. Also so Kochvideo. Und da sind wir dann, haben überlegt, was machen wir denn als nächstes? Und da ging es darum, ja, Crème Brûlée, wir wollen mal Crème Brûlée machen. Und da fiel mir doch dann das hier ins Auge, weil man braucht ja für Crème Brûlée eigentlich so einen kleinen Bunsenbrenner. Und da gab es dieses Set, das ist leider schon mit dem Transport kaputt gegangen, und zwar dieses Crème Brûlée Buch zusammen mit einem kleinen Bunsenbrenner für die Crème Brûlée, also dass man oben die Zuckerschicht dann so anschmilzt. Und ich freue mich schon voll. Also das hier hat, ach ja, das Buch hat 10 Euro gekostet, 9,99. Und das Set hier hat auch nur 14,99 gekostet. Ich bin mal gespannt, wie lange der Crème Brûlée Brenner hält. Ich weiß jetzt nicht, das wird wahrscheinlich nicht der hochwertigste sein. Aber ich freue mich schon allein über das Buch. Und selbst wenn wir da vielleicht nur ein paar Mal dran Freude haben, dann ja, voll Wegwerfgesellschaft, wenn ich sowas schon annehme und sowas erwarte. Ja, ich hoffe einfach mal, dass der lange hält. Ja, wenn nicht, dann denke ich, weiß ich, woran es liegt, nämlich am günstigen Preis. Aber ich freue mich, dass ich das Set habe und bin gespannt, wie es dann funktioniert. Dazu könnte ich auch mal ein Video machen, wenn euch das interessiert. Und gleichzeitig dazu habe ich dann noch bei uns im Edeka um die Ecke, als ich einkaufen war, gleich noch dieses Gas mitgenommen, weil der ist jetzt leer. Man muss den dann mit Feuerzeuggas auffüllen. Und da habe ich für 99 Cent so 100 Milliliter Fläschchen mitgenommen. Ja, so, das war jetzt der Haul, der gemischte kollektive Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren mal ein paar andere Sachen dabei, nicht nur Beauty und so. Was habt ihr denn so Schönes in letzter Zeit gekauft? Ich würde mich auch echt mal über eine Videoantwort freuen. Beziehungsweise auch einfach schreibt es mir in die Kommentare. Hat euch irgendwas besonders gefallen? Wollt ihr zu irgendwas eine nähere Review? Wenn ihr schnelle Infos haben wollt, könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben. Ja, und das war's für heute. Danke, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und macht euch eine gute Zeit. Also dann, tschüss!